Hallo Naturfreunde, heute besuchen wir mal den Wilhelmsturm. Benannt ist er nach dem Graf Wilhelm zu Schaumburg-Lippe. Hier eine Menge Ilex im Wald, schöne große Dinger, nicht? Jede Menge, nicht? Hier auch, der Seite. Und die hohen Buchen. Naja, da kann man noch mal ein bisschen vom Steinhuder Meer sehen, da, ne? Na, ziemlich matschig hier. So, der Turm ist erbaut. Fürst Georg zu Schaumburg-Lippe, der zu Ehren des Vorfahrens Wilhelm den so benannt hat. Er wollte das mal später als Ruhesitz haben und wollte ganz in die Einsamkeit der Berge und wollte da jagen. Ne? Ein recht hübscher Turm mit Balkon. Er ist 21 Meter hoch, das heißt, er ist ein bisschen höher, die obere Plattform ist 21 Meter hoch. Und von hier oben hat man einen schönen Einblick ins Schaumburger Land. Nur das Steinhuder Meer kann man eben nicht sehen, weil da die Bäume vor sind. So, da sieht man die Bäume. So, hier gucken wir ins Schaumburger Land in Richtung Petershagen. Und jetzt schwenken wir zum Bückeburg hin, so in Richtung Stadthagen erstmal hier. Dann im Bückeberg. So, dies habe ich jetzt aufgenommen, kurz vor Wölpinghausen von der Landstraße Ehrenmal. Und da kann man das Steinhuder Meer also schön sehen. Also für Anfang Januar ist das ein super Wetter und dafür eine super Sicht. Ne? So, der Turm wird durch den Kulturerhaltungsverein Bad Reburg unterhalten und die machen das recht liebevoll, kümmern sich wunderbar und ist jedes Sonntag oder feiertags geöffnet und es gibt auch sehr preiswert Kuchen, einen kleinen Imbiss, Kaffee kostet zum Beispiel und Tee 80 Cent. Also ist ein schöner Ausflugstipp, vor allem wenn man mal den Dino-Park in Münchenhagen besucht hat und einen kleinen Ausgleich ist vielleicht ein Kilometer vom Parkplatz entfernt, kann man schön ruhig durch den Wald gehen und eine schöne Tasse Kaffee recht preiswert trinken dort. Viel Spaß. So, hier habe ich dann noch einmal den Turm in seiner vollen Pracht. Er ist von den Steinen, die man dort im Berg gefunden hat, gemacht worden. Ein richtiges Schmuckstück mit dem Balkon. Die Stufen auch so schön alle in Sandstein geschlagen. Hier ist der obere, der Kopf. Und hier unten ist die rustikale, man kann bald sagen, Hütte. Bis dann. Tschüss.